Und herzlich willkommen zurück zu The Haunter Bäume. Oder wie man es nennt. Mit Jörg. Oder wie man es nennt, ey. Weiß noch jemand den Namen des Spiels? Ey. Das habe ich jetzt absichtlich gesagt. Aha. Ich traue dir nichts. Siehst du, du traust mir schon wieder nicht. Ja. Oh, wir gehen heute Richtung Norden. Zum Burger King. Zum Munitions King. Wir gehen zum Nordpol und dort essen wir im Burger King. Ja, bisschen. Oder Fischstäbchen. Weil der Weihnachtsmann, der hat einen Burger King auf dem Nordpol. Oder Kekse mit. Ja, weißt du nicht, bei der linken Eisscholle. Bei der linken Eisscholle. Los geht's, bei der rechten. Weihnachtsmann. Tschüss. Tschüss, wir brauchen sie eh nicht. Okay, wir gehen alleine zum Burger King. Tschüss. Tschüss. Oh, ja. Wir brauchen Pilz, da links ist einer. Ich nicht. Da habe ich wenigstens fast alles voll. So gut wie. Aber ist keine Kokosnüsse. Ist eine schlechte Idee. Das sind keine Kokosnüsse dann. Ja, die aussehen, das sind die Rex-Eier. Ja, ich habe schon eine Kokosnuss gegessen. Nein, du hast keine Kokosnuss gegessen. War lecker. Hast du dein Horn bereit, Lilly? Warte kurz. Ich musste das machen wegen Medizin. Ich muss es wegmachen. Es regnet scheiße. Hättest du das davor gemacht, hätte es gepasst, weil dann wenigstens mit deinem Horn dann der Regen gekommen wäre. Regentanz, ey. Guck aber hier. Das ist jetzt dann alles eine Lüge. Ein Raptor. Dann mach Raptor ins Buch, okay? Lilly sagt schon mal, wir kommen. Wir sind unterwegs. Raptor, wir kommen. Der Kriegsruf. Also wenn wir von hinten angegriffen werden, dann bin ich der Erste, ne? Ja, dann wissen wir aber Bescheid, dann kommen wir gleich her. Hey, nicht vorrennen, dann bin ich hinten. Ich renne doch nicht mal. Der ist ja irgendwo hier rumgelaufen. Dann ist er wieder hier und auf... Ich hab einen Donnertanz gemacht. Und einen Blitztanz. Gewittertanz. Probleme gehabt, der Raptor. Ja, hat sich umgedreht, hat sich dann doch wieder anders überlegt. Also, shit. Er dachte sich einfach so, Alter, der Kriegsruf. Jetzt hau ich lieber ab. Was sagt die nächste Spur? Wieder in der Richtung. Mhm. Die nächste Spur sagt, der Raptor hat da eine gewaltige Gehirnstörung. Oh, da ist ein Triceratops. Ich müsste mal den Ton leiser machen, Moment. Chillt sein Leben ab, oder wie? Ja. Der lässt sich's gut gehen. Ach, ich halte mich raus. Ich will nicht Munition verbrauchen. Ja, bam. Wie einer draufschlägt. Ich kann nichts anderes machen. Genau, einfach mit der Axt rauf. Ja. Oder mit der Machete. Lass ihn rauf. Yeah. Da kommt der Raptor. Raptor! Ja, der ist mir. Komm her, du kleiner Bastard. David! Ja, hallo. Er scheint mich nicht zu mögen. Er läuft von mir weg. Der läuft weg, weil er blutet. Alja. Jetzt hab ich ihn aber nicht. Alja. Und der Fritz ist auch tot um mir fallen, meine Fresse. Da kommt noch irgendwas. Zu. Es hat sie wie einen Blitz getroffen. Yay! So, ich hab als letzter Schuss geschossen. Nein, ich hab ihn mitten ins Herz geschossen. Sorry. Hier ist noch einer. Da ist er. Da ist die kleine Peter. Oh, aber an deiner geht der Triceratops. Peter, komm hier, ich will dich. Haben, ne? Alter, überhaupt über das Wasser ging. Wir haben ihn jetzt umgebracht. Jetzt bin ich aber auch interessiert, ne? Also ich eindeutig nicht. Yeah. Jetzt hat er ihn dann umgebracht. Aber ich habe auch getroffen, also. Peter. Ich kann ja mal meine Machete mal weit schmeißen, vielleicht funktioniert aber. Meine Meisterin hat mir, glaube ich, so einiges gerade beigebracht. Ich kann höchstens nur meine Machete aus der Entfernung schmeißen, in der Hoffnung, dass ich überhaupt jemanden aus der Entfernung mal kriege. Ich schieße aber mit meiner Waffe drauf, dass einfach alles kaputt macht. Ich habe die stärkste Waffe von allen, eine Machete. Und wenn ich... Ja,
Ich seh's. Alter, wie das so aussieht, wie er geht. Das ist so richtig ein strammer Hintern, ey. So richtig. Warum schaust du ihm eigentlich auf den Hintern? Ich seh nur Arschi. Die Gretax Arsch. Ich seh Miros Arsch. Niemand sieht meinen Arsch, weil ich ganz. Könnt mich mal am Arsch. Like mich am Arsch. Ja, warte, komm her. Jetzt bin ich doch zu dir gedreht. Was willst du? Ich kratze dir am Arsch. Mit einer Axt. Sieht man immer noch meinen Arsch, oder wie? Obwohl ich jetzt nein. So nach hinten... Ja, also. Nein! Außer nur der Oberkörper dreht sich um. Vorsicht, wenn sie zuhackt, ist nachher dein bestes Stück weg. Oh. Ist ja nicht schlimm, ist ja nur virtuell. Ich weiß nicht mal, was das beste Stück von mir ist. Mein Kopf wahrscheinlich. Das hat... okay. Aber minus mein Mund halt, ne? Warum minus dein Mund? Weil Lili die Logik nicht versteht. Ach, wirklich, das ist einfach. Ich komme vom Berg runtergefallen. Das wäre geil, wenn sie jetzt gestorben wäre. Oh, da hätte ich richtig gelacht. Ich bin den anderen Berg runtergelaufen und der war 10.000 Mal gefährlicher und ich starb nicht. Ich gehe ganz hart runter, bin tot. Doch, du bist den. Nein, bin ich nicht. Das ist nämlich das zweite Mal. Du bist Mal gestorben beim zweiten Mal. Sag, du weißt, dass es beim ersten Mal nicht war. Nee, beim ersten Mal bist du. Ja, beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal. Bist du richtig da schön sagt drauf jemand gegangen. Mal Hallo? Wo ist er? Na, wo bist du, der Hallo sagt? Gut. Alles rennt hin. Raptor. Ah. Was ist das? Na, du Schnuffi! Ach, ist das vielleicht der, die nicht? Ja, da kommt er. Hey. Der, der muss mir sitzen! Unten läuft ein Triceratopschen. Ich hab nicht mal getroffen, glaube ich. Da hat jemand meine Lehrvideos geguckt. Meine was? Meisterin. Lehrvideos? Bleiben Sie stehen, Meisterin! Nein, mein LP von The Hunter Primal. Ich hab zwar nicht alle geguckt, weil ich so, weil ich jetzt so viel Zeit hatte, aber ich hab mal geguckt. Okay. Voll der Außenseiter bin ich jetzt. Meisterin, bleiben Sie stehen, ich mach Druckübungen. Oh, das ist zu hart. Guckst dich genau vor mich. Ich wär fast auf dich draufgelaufen, wenn du nicht im Weg gewesen wärst. Mal sehen, ob Ceratops. Ich kann es ja mal probieren, aber der steht gerade so scheiße für mich. Ja, den muss man erstmal anlocken. Ach, genau hier stand ich vorhin. Okay. Obwohl ich jetzt dahin schieße, klappt es nicht. Der geht an mich. Den kannst du sowieso mit der Klee nicht. Den musst du wirklich mit der Schrotflinte mit schwarzer Munition. Okay, gut. Anders kriegst du den nicht. Ja, mit. Ich hab's trotzdem versucht. Ich rüste mal von meiner Schrotflinte die schwarze aus für die volle Fälle. Das klappt, sonst schießt du dich dumm und dämlich. Die anderen Munition, die prallen an dem ab. Wie Ping Pong. Alter, ich hab gar keine Munition mehr. Ja, wir bräuchten dringend Munition halt eben. Hab ich dafür mehr als laufen können, was zur Zeit nicht. Haben wir denn hier noch eine Basis? Eigentlich müssen wir einfach nur mal hier über die Berge, da kommen wir nochmal zu der schönen Basis, wo wir nochmal aufstocken können. Sehen, ob wir hier hochkommen? Ich sehe schon einen Weg. Wir sind hier nur schräg rüber, da kommen wir zu einer Basis, da können wir Munition und. Als ob ich einfach genau da lang laufe, wo Greta lang läuft und runterfall. Du bist gleich weiter nach rechts gelaufen. Ach, schrecklich. Ich fand's ja nur logisch. Schon wieder diese zwei Popos. Sind das nicht eigentlich schon fast drei? Du bist hinter mir. Alter, Miro ist voll vor mir hingefahren. Was ist das? Ist das wieder so ein Ei? Das Hallo? Ist einfach liegen. Aber ich will wissen, was das ist. Nein, es ist ein Stein. Nimm mit. Den nehme ich mit. Sie erkennt sich nicht mehr. Es ist nur ein Charme.
großer Stein. Das letzte Mal dachte ich, das wäre eine harmlose Kokosnuss. Dabei war es T-Rex Ei. Ja, also frage ich lieber nach, bevor ich. Wie gesagt, wir haben vom Glück, konnten vom Glück reden, dass kein T-Rex in der Nähe war. Was meinst du, wie schnell der da gewesen wäre? Ich habe einmal Raptoreneier geklaut und 1, 2, 3 hatte ich dann ein ganzes Rudel Raptoren um mich. Die haben den siebten Sinn. Ja, wie gesagt, das reduziert deine Geruchstarnung und damit bist du schneller für die Sauer zu finden. Also, ist hier jemand im Wollen? Alter, wie richtig kribbelig. Iro hat Zuckung. Kann jemand von euch ja auch mal vorführen? Ich weiß, wie das aussieht. So ungefähr. Gut, wenn man läuft, geht das wahrscheinlich nicht so gut. Ich bleib stehen. Also so. Ui, die Orientierung verloren, ey. Ich kratze dir den Arsch. Warum kratzt du an meinen Arsch? Ich hab Hämorrhoiden. Was hast du, Hämorrhoiden? Ja, ich hab Hämorrhoiden, Alter. Sie schlitzt mir noch mit ihrer Axt noch ein, als hätte ich mit Blutungen und Schmerzen. Ach, Quetz. Das ist mir doch egal, ey. Quetzel? Quetz, ja. Naja, Leila, mach dich mal ran. Wo ist das? Aber gerade noch vor uns weg. Die Geräusche gefallen mir nicht. Das sind aber normale Geräusche. Ja, das sind nur Hintergrundgeräusche. Trotzdem gefallen sie mir nicht. Wo ist die Tritzi? Wo oben kommt der? Fliegenwichser. Na du Kuh, komm runter du Kuh. Wer gibt eine Antwort, die Kuh? Solange die Kuh IQ hat, dann... Ich glaube, er will uns. Er dreht nämlich rum. Er will uns. Ich weiß nicht, ob er uns mit Senf oder mit Ketchup will. Ah, hier sind die Ceratops. Rechts von uns ist das. Ich würde uns ja mit Ketchup nehmen. Geradezu ist die Basis. Da. Rechts. Basis. Und links davon uns ist noch eine einzelne Kiste. Ich gehe zur Kiste, ihr könnt zur Basis. Okay. Ich will auch mal in der Kiste schauen. Lass mich auch mal in der Kiste. Ja, was an der Basis gibt es zwei Kisten, da könnt ihr drin gucken. Und aufpassen auf den Quetzraller. Der kommt irgendwie nicht runter, der hat keinen Bock. Der kommt schon irgendwann. Ja, kann sein. Der kommt dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Ich erwarte ihn aber immer. Ich erwarte ihn immer. Zum Beispiel jetzt? Nachtwerk, sie werden erwartet. Zum Beispiel genau jetzt! Scheiße. Pass auf! Was macht er? Kommt direkt auf mich zu. Ja, jetzt, weil du halt eine Titan, einer von euch, Miro. Wahrscheinlich hat er gelockt. Ich kann ja auch keine Tarnung anhaben. Ui. Sag, ich brauche unbedingt Muni, dass ich den kleinen Wichser umbringen kann. Hast du keine Route mehr? Hast du schon alles verschossen? Ich hab gut eingeschossen bei dem einen. Weil Quetz ist die rote am besten, nicht die schwarze. Aber hier gibt's ein bisschen Pistolenmunition und geringe. Nur Scheiße drin, ey! Scheiße drin? Ah! Ja, nur ein Sniper-Team. Rex! Ah, deswegen ist der Trizi weggelaufen. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich gehe hier rein. Miro, komm rein, Miro! Lass mich jetzt bitte... Geht in das Betonteil rein. Seid da erstmal sicher. Ich eile. Guck mich nicht so dumm an. Ich bin mal auf meinem Handy. Ich gehe da nicht hin. Alter. Ich snapchatte, hier ist ein T-Rex. Jo. Ja, Leila kann ja gucken, sie sieht das ja. Ich snapchatte. Der steht da unter der Tarnung, aber der T-Rex scheint auf. Ich stehe hier hinter der Wand. Wo ist der Sack? Der T-Rex fand meinen Gestank so schlimm, dass er weggelaufen ist von mir. Er geht jetzt zu Kretter. Ja, komm her, mein Süßer. Er hat mich irgendwie nicht gemacht. Wo ist ein Kies hier?
fuck. Der ist tot. Ach, die ist da drin. Jetzt haben wir ihn verwirrt. Ja, glaub, wir ist Buggy. Lilly! Da war nur ein 380er. Komm her, Mann. Komm her. Der steht drauf wie doof, ey. Kletter! Achtung, der kommt zu euch, der kommt zu euch! Kletter! Jetzt in das Betonteil da rein! Ich komm da jetzt nicht rein! Ja, komm da hin. Komm da hierher. Ach, hallo! Du willst mich doch eh nicht! Snapchat und hallo T-Rex! Tschüss T-Rex! Ich lebe mein eigenes Leben! Ich geh ins Bett. T-Rex ist verletzt. Der ist verletzt. Lilly, komm um die Ecke! Lilly! Ich kann nicht mehr aufhören zu ziehen! Hilfe! Ich flieg, Lilly! Lilly! Lilly, jetzt! Oh Gott! Komm! Lass es sein! Hau ab! Oh Gott! Ja, du fettes Teil! Hier spielt die Musik! Dicker! Jetzt kommt der Quatsch, jetzt kommt der da auch noch. Oh Gott! Ich bleib im Haus, Alter! Warum ist der Quatsch? Der kommt hier wieder her, der kommt hier nochmal her! Hey, der ist jetzt auf mich fixiert. Ich würde ja gerne Quatsch töten, aber da läuft ein T-Rex. Hab ich ihn verbannt. Ich kann mir mal hier mit dem Vogel abschießen, der da ist. Ich würde ja gern, aber ich glaube, ich werde dann von dem Scheiß. Okay, er ist verletzt. Ich kann eh nichts machen, außer zu gucken. Ist er tot? Ey, warum stirbt er? Einfach ihm so ein bisschen in den Arm rein. Ich snapchatte beim T-Rex, Alter. Alter, ich will ihm aber zustimmen. T-Rex hat irgendwie auf mich gar keinen Bock, weißt du? Snapchat und Nike, mein T-Rex. Da drüben sehen sie einen Quetzalcoatlus. Ich hab ihn er ist tot! Jetzt kommt gleich der Quetzal. Nein, er hat ihn gekriegt. Ich hab seinen Schädel weggepustet. So. Und jetzt. Ich hab ihn zu Tode gesnapchattet, Alter. Was mit mir auch so, keine Schutzkleidung, nix an, T-Rex so, ist mir egal, aber sobald ich aus dem Scheißloch komme, ne, dann kommt dieses Ding hier an. Weißt du warum? Weil er Tarnung nicht mag. Nee, ich bin Layla, weißt du. Er mag keine Tarnung, Alter. Der hostet den Server. Ich bin derjenige, der, auf den man scharf ist immer, weißt du? Oh. Ich geh zu Bretter runter, ich seh diesen Quetzel. Ah, er hat schon wieder keine Bock mehr. Er macht Rückzieher. Nee, nein, macht er nicht. Mund. Nein, macht er nicht. Shit, warum ist das jetzt reingekommen? Verdammt. Ich hab nur noch eine Kugel. Für ungefähr allem. Ich hab nur noch eine Machete. Wie immer. Habt ihr nicht. In den Kisten habt ihr auch nicht mehr übrig gelassen. Da waren in den nur Kisten noch, war nichts drin. Da war nur noch eine Kugel von der 380er drin. Das war alles, was da drin war. Geh ich da hinten mal zu der Kiste? Ich brauch nämlich jetzt, jetzt hab ich mir keine Schrotflintenmunition mehr. Ich hab noch ein paar schwarze. Hast du mir die? Die gebe ich dir dann. Ich hab auch keine Schrotflinte mehr. Ich hab jetzt noch meinen Bogen. Jagdbogen. Ich hab noch Revolver und Pfeil und Bogen. Das werde ich ja dann ausrichten, wenn das jetzt leer geht. Ich hab jetzt nur noch Pfeil und Bogen. Ich hab noch ein bisschen Revolver-Munition. Seid ihr einfach ohne mich weiterlaufen? Ja! Ja, wir wollten. Danke! Ja, bitte, immer wieder gerne. Hast du nicht gesehen, dass wir abgezicht sind? Ah! Schwarze. Denn der Quetz verfolgt mich so halb. Und ich hab keine Munition mehr. Ich hör noch einen T-Rex, ich hör noch einen T-Rex. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ich komm zu Lilly. Lilly, warte, ich komm zu dir. Alter, lass mich doch vorbei, du Arschloch. Ich loote den Rest, ist mir egal. Da hinten ist einer, ich seh ihn. Geh zur Kiste, ich hab da mal ein bisschen Revolver-Munition reingepackt. Ah ne, das bring ich zu den anderen. Ich bin ja nur der Laufbursche. Ich kann dir auch nicht helfen, ich kann den T-Rex da versuchen mit meiner Machete zu zerstören.
Nein, ist ja, ich mach das schon. Ich würde ja gern mithelfen, aber ich hab irgendwie. Ich hab ja meinen T-Rex-Töter dabei. Mein Spezialbogen. Ich will also auch mal Elken lassen, aber das kann ich vergessen. Ja, du bist doch Chris Raptoren. Wir sind ja Richtung Norden unterwegs. Wenn wir dann raus sind aus dem gefährlichen Gebiet, dann. Ich hab nicht mal meinen feinen Bogen.